Genau das sind die Momente, die man rausarbeiten muss. Da ist direkt eine Storyline drin. Da ist direkt eine Storyline drin, das merkt man. Geil. Jetzt. Junge, was ist denn los? Ich kann wirklich nicht mehr reden, ich bin komplett durch. Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ihr merkt es gerade vielleicht und ihr hört es auch und ihr seht es wahrscheinlich. Ich bin gerade auf Van-Tour mit meinem Hund, mit Leo und mit Tobi. Wir fahren jetzt gemeinsam auch durch komplett Schweden, aber ich habe ja noch einen Bewerbungsprozess, weil dieser Typ hier uns zum Glück verlässt. Leider Gottes verlässt. Ja, was soll ich sagen, Leute? Wir checken heute auf jeden Fall die ersten Bewerbungen durch und beginnen mit Leon, aka Shortbite, der Dude, der auch tatsächlich dafür verantwortlich ist, die ganzen Minecraft-Plugins immer wieder für den Stream und für die Community-Event zu machen. Mega geiler Typ. Ich werde jetzt so handhaben, dass ich tatsächlich von den, ich glaube, 15 bis dato wirklich stabil guten Bewerbungen jeweils mir immer 5 Stück anschaue. Davon kommen jeweils 2 Leute in die nächste Runde. Für die anderen 3 heißt es leider auf Wiedersehen. Ich kann nicht jeden irgendwie einladen. Dann machen wir nochmal nach diesen 3 Videos quasi, wo ich alle 15 durch habe, eine Finalrunde. Davon werde ich mir dann 3 Leute persönlich rauspicken, die kennenlernen und gucken, ob das auch alles vibet. Das heißt, ihr werdet jetzt wieder eine Menge Reaction-Bewerbungskontent sehen. Ist aber ein wichtiger Schritt für mich, um einfach zu gucken, ob das funktioniert. Beginnen wir mit dem lieben Leon, der hat sich an die Angaben gehalten. 4 Minuten mit einer Vorstellung. Ich würde sagen, let's go, der Hase. Ich bin gespannt. Hallo Sebastian, Tobi, Leo. Ach ja, und die ganzen Shit-Bewerbungen, Leute, ich habe euch nicht vergessen. Da ist so viel Scheiße dabei. Amenakon, damit kann ich 20 Videos machen. Die kommen safe auch noch. Oder wer sich das jetzt hier auch gerade anschaut. Ich bin Leon, beziehungsweise Shortbite. Ja? Bin 22 Jahre alt und wohne jetzt mittlerweile schon 1 Jahr hier in Köln. Wir kennen ihn, wir haben ihn auch schon mal tatsächlich getroffen. Leider keine direkten Referenzen bezüglich Videos und so, da ich nur Programmiervideos vorher geschnitten habe und da ist jetzt nicht so krass der Aufwand drin. Also verstehe ich, so ein paar geile Programmer-Videos, alle mit geilen Schnitten und so. Ja, okay, schwierige Hase. Und er streamt auch, das weiß ich. Tobi, ich bin gerade mitten in der Aufnahme, du kannst jetzt hier nicht reinkommen und... Tobi! Hier mal der ganze Zusammenschnitt und hier okay. Natürlich auch nochmal den Fehler. Sehr sympathisch. Ganz wichtig, Digga. Sehr sympathische Vorstellung. Schauen wir mal, was er daraus gemacht hat. Let's go. Hallo. Hi. Bist du alleine oder gehört der hinter dir zu dir? Bist du alleine hier? Okay. Ach so. Bild im Bild. K.O. Schlecht. Ich bin nämlich ein bisschen schüchtern. Also schon mal ein bisschen einmal. So Bild im Bild. Der hat die ganzen Kameras synchronisiert, einen Untertitel drunter gemacht. Du? Musik stimmt. Es ist relativ simpel, sage ich mal, geschnitten. Die Musik ist auf jeden Fall ganz gut von der Lautstärke her. Was geht heute noch bei euch? Was macht ihr so? Da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr mit Face Morphen so spielen können. Aber an sich auf jeden Fall ein sehr solider, grundlegend guter Schnitt, definitiv. Okay, hier Fall Guys. Komm, wir fahren eine Runde, Chat. Wir fahren eine Runde. Gleiche Musik. Yeah! Wo bin ich denn jetzt? Triggered Meme. Ich bin unten! Auf 2012 angelehnt. 10 seconds later. Ich bin raus. Und SpongeBob? Ich bin ja schon wieder raus. Okay, da hat er die gleiche Maske nochmal benutzt. Das ist Preset-Arbeit, das sehe ich doch. Die Blende ist ganz cool gemacht. Aber da fehlt es halt so ein bisschen an Effekten. Also da gibt es halt sehr viele Möglichkeiten. Sehr gut. Jetzt drüber. Da gibt es halt die Möglichkeit. Stop it. Get some help. Oh, Mann! Verschiedenste Sachen einzublenden. Ja, also ich muss sagen, wieder, ne? Es ist nicht schlecht, alle weiter. So, aber es ist dann doch sehr, sehr simpel. Also das Problem ist halt bei so einer langen Gaming-Aufnahme, glaube ich, das so durchzugrinden und dann halt auch wirklich das Potenzial darin zu sehen, weil Leo sitzt dann teilweise dann 6-7 Stunden gefühlt da, nur für einen funny Schnitt. War auf jeden Fall stabil geschnitten. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Hier bewirbt sich jetzt der liebe Vincent bei mir, aka Loki von fucking Vikings. Ah, Bro, der Sound, Alter. Ah, Digga. Wie du sehen kannst, bin ich gerade dabei, dein Video zu schneiden und dann auch gleich hochzuladen. Auf jeden Fall eine übertrieben korrekte Frisur. Naja, erstmal etwas zum... Ich bin Vincent, bin 28 Jahre alt. Mhm. In meiner Ausbildung zum Produktdesigner habe ich sehr viel gelernt, mit Adobe Creative Cloud zu arbeiten. Mhm, also klar, macht Sinn. Und InDesign, Adobe Premiere. InDesign ist auch halt wichtig. InDesign kann man eigentlich auch ganz gut nutzen, ne? Wenn wir Produkte zum Beispiel wollen. Wenn wir zum Beispiel mal ein eigenes Klopapier haben wollen, kann der Vincent uns das machen. Schon seit 2008 Videos schneide, in die Richtung AMVs, Montage, Complications. Boah, Digga, wer hat denn da ins Mikrofon geatmet, Alter? Alter, Junge, kurz taub geworden. Ist ein bisschen abgeschnitten und der Sound triggert mich. Ey, ich bin da echt ein bisschen feinfühlig so, ne? Aber es geht ja hier auch um den Next Candidate. Aber auf jeden Fall ein super sympathischer Dude. Wollen es nicht hier. Nice. Okay. Schon mal ein kleines Prä-Intro. Sehr gut. Hallo.
Da wären Untertitel geil gewesen. Oder wird hinter dir, auch hier wieder Bild in Bild. Zu dir. Aber cool, dass es im richtigen Moment ausblendet. Du bist alleine hier. Da hätte man auch ein bisschen Rauschunterdrückung drauflegen können. Okay, oh. Aber nice, nice VFX-Shit und sowas, so ein bisschen drin. Oh ja, genau das sind die Momente, die man rausarbeiten muss. Ja, nice, nice, nice. Boah, sind die alle fett, Wahnsinn. Da hat er nämlich das Sound-Issue. Unglaublich. Wieso unglaublich! Wieso klingt nein! Das? Ey, man fängt am Anfang wieder an, das ist unfair. Es sind mehrere Audiospuren gewesen. Ich glaube, da klinge ich ein bisschen rührend. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Ihr müsst einfach nur hier hoch. Ihr seid zu dumm, ihr seid zu dumm. Ihr seid alle dumm, ihr seid alle dumm. Ihr seid alle dumm und eure Eltern lieben euch nicht. Da fehlt ein bisschen was an Schnitt. Da hätte ich mir ein paar mehr Effekte gewünscht. Also, nicht schlecht auf jeden Fall. Und ein sehr, sehr sympathischer Dude. Pat Panda. Kenne ich persönlich aus dem Bootshaus. Einer der DJs aus dem Bootshaus. Sehr, sehr kreativer Dude. Sehr, sehr guter DJ tatsächlich auch. Jemand, den ich auch, wie gesagt, schon persönlich kenne. Aber ihr seht, auch den Leuten gesagt, die ich persönlich kenne, es bringt nichts, Jungs. Ihr müsst euch leider auch bewerben wie alle anderen. Hi, mein Name ist Pat. Ich komme aus Köln. Ich bin unfassbar müde und fertig und das ist meine Bewerbung. Bro. Mein normaler Name lautet Patrick Selmaschtik, aber da mein Name so kompliziert ist, sagen seit eigentlich immer schon alle Pat. Ich bin, Achtung, 36 Jahre alt. Ist kein Problem, Bro. Es kommt drauf an, wie jung man im Kopf ist. Man sieht richtig, wie süß müde er ist, Alter. Aber wie gesagt, Pat, übersympathischer Typ. Ich kenne ihn ja auch privat. Lass ich nichts drauf kommen auf den Bruder. Ich habe inzwischen mein zweites... Außer mein Schwanz. Ich bin umgänglich und teamfähig und ich kann gut Videos schneiden. Meine Motivation für den Job ist Geld. Meine Motivation für den Job ist, endlich wieder zeigen zu können, was ich drauf habe. Ich habe richtig Bock auf neue Erfahrungen. Sehr geil. Ich habe einfach sehr unfassbar geil. Bock auf diesen Job. Ich habe zwei Katzen. Ich habe sie erwartet. Boah, ich finde ja Katzen so scheiße. Joke. Hey Bro, ich hab noch nie Vollgas gespielt, gönn mir doch okay, mal. Okay, ich helf dir. Brauch deinen Code. Freundschaftscode. Nice. Code, dann dein Code. Mein stabilstes Grading auf jeden Fall. Ganz geiles Grading hier drauf. Voller Code. Da juckt mir das Arschloch, Mickey. Why are you gay? Nein, Ball! Nein, der Ball kommt! Ey, spring doch! Nein! Auf keinen Fall. Ich bin raus, oder? Ich bin ja schon... Der hält der Steine. Raus. Ey! Ganz richtig. Bro, das ist einfach one minute of ADHD. Das ist das, was man so Kindern zeigt, was für eine Krankheit sie haben. Ich bin ein sehr starker Spieler. Du bist Davy? Dominanz! Hey, mach auf! Geil geschnitten. Sehr gut. Sehr, 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 sehr geil. Oh, Mann! Weil ihr gerade schön viele Schwänze habt ihr. Schwanz geklaut, ne? Jetzt reinkommen da! Das ist in eine sehr, sehr komische Richtung hier abgedriftet. Ja, ja, ja. Sehr stark, sehr, sehr stark. Auch hier wieder Storyline, Musik, Effekte, stimmt alles schön knackig. Nice Tracking. Stabiler Splitscreen. Hallo. Bist du alleine oder gehört der hinter dir? Das ist auch gut gemacht. Zu dir. Ja, natürlich. Bist du alleine? Alter. Der ist genau dein Fall, ich weiß. Bist alleine hier? Stark, Pat, durchgehend sehr starke Bewerbung, Alter. Solidest AF, Alter. Kann man nicht anders sagen, hat mir sehr gut gefallen. Steffen Krüger, ich bin gespannt. Steffen. Hallo, oh, Baby. Top Sound, Top Kamera, geiles Grading auf jeden Fall schon mal drin, Steffen. Mein Name ist Steffen, ich bin 21 Jahre alt und wohne zwischen Köln und Aachen. Mittlerweile arbeite ich mit der Adobe Creative. Der Bro auch stabile Gains am Anakorn. Der hat auf jeden Fall ein gutes Setup, Digga. Eine Suka Blade Cup hat er auch an. Da merke ich Vibes. Cloud, also Premiere Pro, After Effects und Photoshop. Stark, stark. Also auf jeden Fall jemand, der auch Videografie wirklich richtig beherrscht. Das ist insane. Angefangen hat das früher. Boah, sehr, sehr geile Showreel. Kamera. Sehr, sehr gut. Ich habe da mit Freunden kleine Kurzfilme gedreht. Und deswegen bin ich heute glücklich über Gelegenheiten wie diese, wo ich mal das Material von anderen gestellt bekomme. Dadurch findet man noch einige weitere Bewerbungen auf sehr, meinem Kanal, sehr, sehr, denen sehr man stabil. Auch zum Beispiel die Photoshop-Skills entnehmen kann, die ich für die Thumbnails gebraucht habe. Ah, okay, nice. Er hat sich schon bei mehreren Leuten beworben. Sehr stabile Vorstellung. Das ist ein bisschen länger geworden, als sie eigentlich sollte, Vincent. Wir müssen es fair halten. Deshalb schauen wir jetzt erstmal rein, was Vincent hier so editiert hat. Da bin ich jetzt echt drauf gespannt. Aber Vollgas macht sehr aggressiv. Ja? Sehr. Oh!
Oh ja, Digga, da ist direkt eine Storyline drin. Da ist direkt eine Storyline drin, das merkt man. Geil. Ganz schlimm. Okay, let's go. Ich bin ready. Wie geht das Spiel? Was muss ich machen? Dann ist STRG. Ja. Okay, du kannst einfach direkt Leertaste machen. WASD? Leertaste? Einsatzfunktion deaktivieren. Hey, Killer. Killer. Immer die Kugeln aufpassen, dass sich... Killer, Digga. Sehr stark. Keiner erwischt. Hat mich erwischt. Ausgeschieden. Ja. Wippe hier geklemmt. Richtig. Wippe ist eingeklemmt. Das ist unfair. Jetzt. Jetzt mal hier die erste Runde nicht verlieren. Was sagt ihr? Sehr, sehr stabil. Oh, nein! Du musst ganz links laufen. Da kommst du immer durch. Immer. Ich schwitze so sehr, mein ganzer Körper ist voller Scheiße. Jo, was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Leon. Nochmal hier am Start. No front. No full front. Tschüss, Leute. Ciao, ciao. Bis die Tage. Stark. Sehr stark geschnitten. Sehr stark gemacht. Vincent, Bro. Hier hat ihren Freund dabei, Digga. Hör auf. Hallo. Ja, hier Rausch unterdrücken und sowas hätte ein bisschen noch gefehlt. Achso. Sorry. Ich weiß nicht, wer ihr seid, am Nachbarn. Euch am Nachbarn. Ich rasiere euch alle. Sehr, sehr stark, Vincent. Also wirklich stabile Bewerbung, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht mir sehr gut rein und gefällt mir der Bro. Gefällt mir sehr. Checken wir mal jetzt kurz Silas aus, was der Bruder gemacht hat, würde ich sagen. Silas, der Letzte für diese Gruppe. Und dann muss ich zwei Leute picken, die weiterkommen hier. Das, boah, das wird schwer. Das ist jetzt schon echt kritisch. Also ein Kandidaten auf jeden Fall, Digga. Eigentlich habe ich meine zwei Kandidaten schon. Zumindest die mir jetzt am besten im Gedächtnis bleiben. Und das ist immer so ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es damit ganz gut funktionieren würde. Aber Silas haben wir noch nicht gesehen. Vielleicht ändere ich meine Opinion hier an der Stelle auch nochmal. Und muss dann leider doch noch jemanden enttäuschen. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Ich habe das kaputt gemacht, Leo. Du hörst jetzt leider nichts. Boah, richtig gut. Hi, ich bin Silas. Meine Haare sind bestimmt so Dreck gerade. 18 Jahre alt und komme aus Siegen. Mache eine Ausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten. Silas. Und dadurch habe ich halt auch eine Menge Erfahrung. Der Sound. Ja. Bei mir ist es so, ich habe es halt schon immer geliebt, Videos zu schneiden. Es war halt schon immer so ein gewisses Hobby von mir. Ich habe aber dann leider irgendwann aufgehört, weil mir dann irgendwann die Ideen leider ausgegangen sind. Ich habe ja gesagt, eine Minute, Silas. Das ist, also Silas, verstehe mich nicht falsch, aber... Also ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei den Videos. Ich hoffe, dir gefallen dir. Ich bin gespannt, Silas. Was hast du getan? Der Typ ist nicht dabei. Hallo. Bist du alleine hier? Bist du alleine hier? Hier auch wieder Top-Rauschentfernung. Man hört das vielleicht im Gegensatz zu den anderen Videos. Hier ist auf jeden Fall schön das Rauschen ein wenig weggedrückt worden. Achso, sorry. Na, hier fehlen mir ein bisschen die Effekte, Silas. Das ist relativ gut geschnitten, so ein bisschen rangezoomt und so, aber da so ein paar Memes einfach mal zeigen, was so drin ist, Alter. Also, was? Rivi, mach dich wirklich auf was gefasst. Boah, ich schwitze so, ne? Gut, ich bin ready. Ist hier voll geil. Bin jetzt bei dir in der Lobby schon, ne? Ja, das bist du. Ja. Hier auch wieder das Problem mit der Audiospur, die gedoppelt worden ist und nicht entfernt worden. Das sind so ein paar kleine Sachen, die wir da so drin gelassen haben. Okay, ich bin bereit. Okay, let's go. Ich bin ready. Ihr hört das vielleicht. Bin runter. Ja, ist schade. Hier fehlen halt echt ein paar Effekte. Ich laufe hier hoch. Sehr gut. Ja! Jetzt rüber. Mit der Einatmung füllen sich die Lungen. Der mit stark, der stark. Die Brust weitet sich. Der stark. Alles im Allen hätte ich mir hier ein paar mehr Effekte gewünscht, aber auch eine sehr sympathische und gute Bewerbung, all in all. Hi, Rivi. Ah, hier, den haben wir vergessen. Felix Brückner, den haben wir vergessen, Bro. Den ziehen wir uns nochmal rein, den Hasen. Auf geht's. Hi, Rivi. Ich bin Felix, 21 Jahre alt und ich mache seit über 2 Jahren YouTube. Ich weiß... Direkt die Begrüßung, der Vibe und sein garstiges ADHD gefällt mir sehr gut. Oh, der Typ ist nicht dabei. Der hat einen Schrank, okay. Digga, hör auf. Hallo. Da fehlen leider die Untertitel, die hätte ich mir gewünscht. Nice Tracking. Genau dein Fall, ich weiß. Das ist genau dein Fall. Bist du alleine hier? Achso. K.O. Boah, die Soundeffekte machen mich einfach gerade taub, Felix. Willst du mich töten? Ich kann dich nicht enden, Alter. Wie geht das Spiel? Was muss ich machen? Ausgeschieden. Ausgeschieden. Oh. Nee, wir haben Hacker in der Lobby. Geh bei durch, der nächsten Levi. Runde bin ich wieder drin, ne? Leider nicht. Wie? Oh, wie ein kleiner Frosch hüpft er hier. Grazil wie eine Ente. Jawoll! Du hast ein Win geholt! Boah, wir haben so gut gespielt, das Team. Oh, auf das jeden Fall hier wieder eine nice Storyline. Das ist so ein bisschen Best-of-mäßig. Das ist genau das, was ich haben wollte. Mutter, nein! Nein, wo bin ich? Ich bin stuck irgendwo. Oh mein Gott, stop, Bro, I'm stuck.
hatte so viele Schwänze, wenn ihr, Alter. Ja. Ich steh auf Schwänze hier, auf Schwänze da. Meme-Game auf jeden Fall strong. Ihr müsst, wenn ihr den Schwanz wollt, dann müsst ihr Fokus geben auf den Schwanz. Ihr müsst richtig... Ey Jungs, ich bin raus an der Stelle. Ich schwitze zu sehr. Ich muss duschen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich schwöre, ich kann auch nicht mehr. Ich kann meinen Nacken kaum noch bewegen, aber es muss heute einfach durchgezogen werden. Aber über mich, was gibt es über mich zu erzählen? Stabil. Seit ich mit 14 mein eigenes Handy bekommen habe, bin ich einfach obsessed mit YouTube. Ich wollte immer irgendwas mit YouTube zu tun haben oder selber YouTuber sein. Doch meine Eltern haben mir nie erlaubt, einen eigenen PC zu kaufen, weshalb ich keine YouTube-Videos machen konnte und auch gar nicht die Eier gehabt hätte, sie zu machen. Als ich mit 18 oder 19 mein Abi fertig gemacht habe, bin ich ausgezogen auch sehr und habe sympathisch, gleichzeitig angefangen mit YouTube. Ich kenne mich mittlerweile also gut mit Photoshop, weil ich meine eigenen... Junge, was ist denn los? Ich kann wirklich nicht mehr reden, ich bin komplett durch. Ich kann mittlerweile wirklich gut mit Photoshop umgehen, weil ich halt meine ganzen eigenen Thumbnails selber gemacht habe. Mhm. After Effects kann ich auch ein bisschen und Premiere ist irgendwie selbstverständlich. Okay, Leute, das wird unglaublich schwer. Unglaublich schwer. Eine Sache, die ich auf jeden Fall sagen kann, wer für mich definitiv weiter ist, ist Vincent. Vincent, da all over überzeugt, hat das effektmäßig sehr stark gemacht, hat selber ein super geiles Showreel von den Arbeiten abgegeben, die er selber schon mal gemacht hat. War super sympathisch, hatte selber eine sehr gute Qualität und es hat einfach all in all ziemlich gut gevibed. Hier ist jetzt das Ding bei Felix, bin ich jetzt ein bisschen am Überlegen, und bei Pat. Felix und Pat beide sehr, sehr stark gewesen. Ich würde... Beide, irgendwie bei Felix ist es dann doch die Personality auf jeden Fall, die so ein bisschen noch überwiegt, so wo man sich das ganz gut vorstellen kann. Bei Pat ist es all over sehr, sehr stark gewesen. Muss aber dann, glaube ich, doch sagen, dass Pat mich da eher überzeugt hat, sodass ich Vincent und Pat in meine nächste Runde mitnehmen würde quasi, ja. Ihr werdet auf jeden Fall von mir noch eine Nachricht erhalten, Jungs, wie es dann weitergeht. Ich werde mir jetzt im nächsten Video nochmal 5 Bewerbungen anschauen und dann gucken wir mal, wie es damit aussieht. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Sorry an die anderen, aber es kann leider nicht 15 Leute meine Videos schneiden. In diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Partizipieren und Mitmachen. Ihr habt das alle sehr stark und gut gemacht. Fettes Cringe-High-Five in die Kamera und ich bin an der Stelle raus und werde mich jetzt da vorne irgendwo im Wald entledigen und da fett einmal reinstüßen.